Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben. Wir sind wieder da. Und ich habe den, ich weiß, wir waren mit dem Drachen am Kämpfen. Aber ich habe den letzten Spielstand nochmal geladen. Hat den ganz einfachen Grund. Wir hatten ja ein bisschen wenig Tränke. Wir mussten uns noch etwas vorbereiten. Deshalb werde ich nochmal gerade zurückreisen. Und noch schon eine Kleinigkeit erledigen. Zum Beispiel noch ein paar Tränke holen. Und solche Sachen. Und dann werden wir das auf jeden Fall nochmal versuchen. So. Und ja, ich muss nochmal reisen. So. Da werden wir jetzt noch ein paar Tränke holen. Vielleicht schaffen wir es sogar, ein paar selber zu brauen oder was. Na, das Brauen, das mache ich ein andermal. Ich werde aber auf jeden Fall noch ein paar Tränke einkaufen müssen. Und dann wollen wir mal schauen, ob es denn möglich ist, dass wir diesen ollen Sack platt machen. Das wäre eine ganz famose Sache. Na, so. Okay, dann wollen wir mal ganz, ganz schnell noch zusehen, dass wir ein paar Tränke kriegen. Dann werden wir uns mit den passenden Schmuckstücken ausrüsten. Und ja, im Idealfall... Hier findet jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, Tränke. Ich Tränke kaufen alles jetzt. Schmuckstücke, Krimskrams, ja, Sachen. Zaubertränke. Nein, 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 nein. Starke Heilung. Ja, das war ja nicht so Brüller. Zeit zwischen Schreien reduziert. Feuerresistenz, Schockresistenz. Ja, da muss ich noch ein paar Sachen ausrüsten. Leider hat er aber nicht viel an Tränken. Bitte kommt wieder. Hat doch bestimmt die Tante nebenan. Die hat doch bestimmt was. Da wollen wir uns jetzt mal ein bisschen hier bestücken. Und wenn wir bestückt sind... Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Ja. Sie sagen, ihr seid nicht ja, 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 ihr seht ja, ja, etwas ja, ja. Blass aus. Alle, ihr seid weiß. Also an meinen Zaubertränken ja, und Zutaten ja, interessiert. Genau. So, Blitzresistenz, nein. Feuerresistenz und Frostresistenz. Ne, Resistenzen habe ich, glaube ich, selber noch. Nein, Gift, Gift, nein, 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 nein. Heilung. Wie wär's mit Heilung? Ja, erhöhte Gesundheit ist okay. Heilung, 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 kleine Heilung. Krankheiten heilen brauche ich nicht. Starke Heilung. Trank der Stärke brauchen wir nicht. Nein, Unverwundbarkeiten, nein, nein, nein. Taschendiebstahl und so brauchen wir auch nicht. Okay, da haben wir schon mal ein paar... Braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Ja, 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 ich weiß, ich kann wiederkommen. So. Jetzt haben wir hier schon mal einiges. Mit ein bisschen Glück funktioniert das. Das ist die Überlegung, ob ich überhaupt zurückreisen muss. Oder ob ich einfach hier das Buch lesen kann. Wir haben ja jetzt ein bisschen was geholt. Objekte, Bücher, Wachträume. Nein. Eine Vision von Solstheim erscheint vor meinen Augen und verschwindet wieder. Ja. Ich muss also nach Solstheim reisen. Das bringt so überhaupt nichts. Abmarsch. Und dann werde ich auch definitiv wahrscheinlich das Ganze mit dem die einzelnen Gegner töten und so. Das werde ich ein bisschen vorspulen, bis wir wieder bei Mirak sind. Sonst wäre das, glaube ich, sehr, sehr nervig für euch. Und dann mache ich einen Quick Save. Dass, falls wir es nicht schaffen, wir auf jeden Fall... Achso, ja, wir auf jeden Fall
schneller vorankommen. Hallo? Oh, peinlich. So, hopp, 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 hopp. So, jetzt sind wir in Solstheim. Karte, Bücher, Wachträume. Tada! Und los geht's. So, jetzt versuchen wir das mal ganz schnell hinter uns zu bringen. Gleich ein Quick Save und dann sehen wir zu, dass wir hier vorankommen. So. Ja, Tori. War gut. Ich werde umgehend landen. Nein, noch nicht. Wir sollten zuerst unseren Gast begrüßen. So. Alter, was? Was soll das denn? Der setzt mich ab und ich fall um? Das ist doch ein Witz, ist das doch. Boah, ist das nervig. Ja, darf ich absteigen? Darf ich absteigen? Und so begegnen sich das erste Drachenblut und das letzte Drachenblut auf dem Gipfel von Apokrypha. Moment. So, also erstmal hätte ich gerne die Halskette gegen Feuer. Stiefel für Stamina. Ring für mehr Attacke. Wir hatten auch mal was gegen Eis, haben wir scheinbar nicht mehr. Okay, Ring gegen Feuer ist in Ordnung. Und so. Zwergenschild, unerbittliche Macht und mein Dawnbreaker. Begegnen sich das erste Drachenblut und das letzte Drachenblut aus dem Gipfel von Apokrypha. Jetzt haben wir hier 10.000. Doch nun werde ich frei von ihm sein. Meine Zeit in Apokrypha ist zu Ende. Wo ist hier steht Bruder! Diesmal gehen wir aber richtig ran hier. Wo ist er? Da. Ja, komm schon. So, jetzt nicht zu schwer verletzen lassen. So, das erhöhen wir noch. Und das?
Ah, er ist schon wieder weg. Wow, 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 wow. Was ist das denn? Alter, ist das dein Scheiß Ernst? Schuss! Bruder! Boah, das gibt's doch nicht! Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Lass mich raten, ich habe keinen Quicksave. Oh, das macht doch keinen Spaß. Das macht doch keinen Spaß. Echt nicht. Wie ist das kacke gemacht, ey? Du kommst da direkt in den Kampf, kannst nicht vernünftig speichern. Und die Tour mit dem Drachen hier dauert Stunden. Boah, ey, so schön das mit dem Drachenreiten auch ist. Das ist echt kacke hier gerade. Los, komm runter. Ich will weiter. Seid gegrüßt, Turi. Aufsteigen, weg hier. Ist mächtig. Steigt ab. So, können wir jetzt einfach weiterfliegen, bitte, und nicht stundenlang kämpfen. Ich bin's so leid. Komm, flieg. Flieg weg. Da hinten hoch. Nein, mach da nicht. Oh, Mann. Rufenkrief. 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 Oh, jetzt muss ich mir die Scheiße wieder angucken. Verdammt. Ich habe eben nicht dran gedacht, einen Quicksave zu machen. Fuck. Oh, das ist echt nicht lustig. Oh, und das dauert so lange. Da bin ich fast schneller, als wenn ich die selber besiege. So, den anderen auch bitte. Na komm schon. Mach hinne. Ja, wieder hinter der Ecke. Das ist doch nicht wahr. Jetzt machen alle. Sofort. Sofort. Oh. Ist nicht wahr. Der dreht so stundenlang immer seine Runden. So, jetzt aber. An der nächsten Ecke setzt du mich bitte ab. Dann mache ich den selber platt. Das geht schneller. Heiliger Bimbam. So, hier. Den anvisieren, sofort töten und landen. Ich werde nach einem Landeplatz suchen. Ja, dann mach das. Ja, von mir aus, dann lande gleich auf dem richtigen Punkt. Das ist auch in Ordnung. So haben wir Zeit gespart. Ist in Ordnung. Sir Walter, ihr lasst euch so leicht beeinflussen. Nein, noch nicht. Wir sollten zuerst unseren Gast begrüßen. So, bevor jetzt irgendwas passiert hier. System. Schnell speichern. Das erste Drachenlord und das. Objekte, Bekleidung. Ring da, das Ding, dann den Dawnbreaker. Den werde ich auch aufladen. Naja, ein bisschen.
Und das Zwergenschild haben wir schon. Auf dem Gipfel von Apokrypha. So, jetzt wird nicht lang gefackelt. Jetzt wird nicht lang gefackelt. Jetzt machen wir alle. Los, ran und hau raus. Nein, nein, nein. Moment. Zaubertränke, ich brauche Ausdauer. Wie sieht Gesundheit aus? Oh, nicht schon wieder. Der Typ geht mir echt auf den Sack. Zaubertränke. Wir haben noch einige für Ausdauer. Das ist ganz gut. Was ist Heilung? Geht. Wisst ihr, dass Herr Neos Mörder uns auswerfen? Moment, bevor der mich hier wieder aus den Latschen haut. Cool. Alter, saugt der hier einen Drachen nach dem anderen aus? Was soll das denn? Boah, das ist jetzt echt nervig. Kräftige Heilung, kleine Heilung. Ausdauer, Ausdauer, da. Wo ist er? Wo ist er denn? Och ja, bitte. Wie oft denn noch? Alter, das ist doch ein Scherz. Das ist doch ein verdammter Witz, ist das doch. Oh ja, ich kann nicht rennen, er geht ständig rückwärts. Boah, das ist doch nicht wahr, Mann. Wie assi der kämpft. Das Schicksal hat bestimmt, dass ihr sterben müsst, damit ich frei sein kann. Oh, Mann. Und immer kilometerweit rennen, Alter. Ich brauche doppelt so viel Ausdauertränke wie alles andere. Oh, Mann. Ich bitte der Herr über mein eigenes Schicksal. Alter, der haut einen Damage raus. Das ist nicht wahr. Und andauernd am Rückwärts gehen hier, der Feigling. Komm schon, los, los! Nicht schon wieder, verdammt! Boah, das kann doch nicht wahr sein! Wo ist er jetzt?
Mirak! Ihr dachtet wohl, ihr könntet mir entkommen? Hä? Ihr könnt hier nichts vor mir verbergen. Was ist das? Macht nichts. Ich habe einen neuen Drachenblut-Diener gefunden. Hä? Er soll für seine Dienste den gleichen Lohn wie ich erhalten. Was? Träumte davon. Hey, ich möchte ihn plündern. Mich aufzulegen. Oh. Und aus seinem Beispiel dient mir loyal. Und ihr werdet auch weiterhin reich. Okay. Okay, Moment. Ich will jetzt erstmal Mirak's Schwert. Mirak. Magie. Ich nehme das erstmal alles mit. Und vor allem, hier sind überall... Ja, hier sind überall Drachen. Hier liegen überall Drachen. Es war ärgerlich, dass er die alle ausgesaugt hat, aber alter Vater, nee, das bringt Fett. Das bringt Fett, Bonus. Bonusknochen. Steel Plate Headgear, okay. Yo. Oh nein, ich bin überladen. Shitte. Ich bin echt überladen. Was habe ich denn noch mit? 93? Was war denn jetzt so schwer? 9, 2, 1, 5? Das wiegt doch alles nix. Okay, die Steel Headgear-Dings da, die ist echt schwer. Und bringt nicht so viel. Die schmeißen wir wieder weg. So. Schwarzes Buch Wachträume. Ja, das hatte ich doch gerade. Ziel Solstheim, ja. Das ist in Ordnung. Bitte wieder rauslassen. Puh, okay. Boah, das war eine krasse Nummer. Sorry, ich glaube, ich habe ein bisschen viel geflucht. aber das war eine krasse Nummer, Junge, Junge. Was eine krasse Nummer. Was für eine krasse Nummer. Was schnappt ihn euch? Was ist da los? Was ist da los? Ach, die schon wieder. Ich werde euch brennen sehen. So, Pfeile. Ja, ja, das können wir noch mitnehmen. Das auch, das auch, das auch. Ah, jetzt wird's eng. Wenn ihr Solstheim bereisen wollt, dann auf euer eigenes Risiko. Ja, ja, ich weiß. Hallo? Ich kann den nicht anklicken. Okay, das, das, das und das. Und jetzt fehlt irgendeine dumme Kleinigkeit, die ich fallen lassen muss. Okay, das sind irgendwelche... Absorbiert 15% der Magiker aus Drachenatem und Zaubern. Ja, das ist irgendwie so ein Set-Teil.
Das werde ich nicht wegtun. Warte mal, was haben wir denn hier? Absorbiert Ausdauer, okay. Verteilt sich windende Tentakel über den Boden, die Gegner, die sich hineinbegeben, zurückstoßen und vergiften. Ja, nee, möchte ich eigentlich gar nicht. Essen. Warte mal, haben wir noch schweres Essen? Hier. 10 Punkte Lebensenergie. Da essen wir 2 von. Hier ist noch so ein Ausdauerding. Bin ich... Ja, reicht doch gerade so. Perfekt. Wir können uns wieder bewegen. Okay. Soweit, so gut. Jetzt muss ich mal gucken. Irgendwo müssten wir doch die Quest jetzt irgendwie beenden oder abgeben. Oder hat sich das schon erledigt, soweit? Hallo? Quest? Nee, das war der Hauptmann. Besiege Mirak. Wie, das war's jetzt? Kein großes Gespräch noch mit dem, mit dem tollen Typen hier oder irgendwas? Ja, ich muss da noch einen General töten, das war's. Okay, das war jetzt nicht so berauschend viel. Na gut, aber wir haben Mirak besiegt. Ich hatte zwar gedacht, jetzt sprechen wir noch mit irgendwem und die finden das ganz toll und beloben uns und wir kriegen eine Belobigung und was weiß ich was Tolles und nö. Besiege ihn. Okay, ich habe besiegt. Quest abgeschlossen. Ja, gut. Ich dachte, es wäre ein bisschen was Spektakuläreres. Aber von mir aus auch so. Gut. Dann wollen wir aber erstmal zurück ein paar Sachen wegbringen. Ich habe ja jetzt so viele Drachenknochen dabei und so. Die werde ich wieder zurückpacken. Das heißt, wir werden uns beim nächsten Mal in Brisenheim sehen. Und hiermit beende ich dann erstmal die Folge. Ich befürchte, die ist jetzt ein bisschen kürzer geworden. Weil eigentlich sind es fast 40 Minuten, aber ich musste die zusammenschneiden und ein bisschen kürzen. Weil das mit dem Drachen, das war wahrscheinlich ein bisschen langatmig. Oder wird es wahrscheinlich werden. Wie gesagt, ich werde mir das angucken gleich nochmal. Nichtsdestotrotz ist quasi Solstheim beendet. Wir haben hier zwar noch ein, zwei kleine Nebenquests. Die können wir so bei Gelegenheit machen oder gleich noch als erstes. Werden wir sehen. Und dann wollen wir generell zurück. Wie gesagt, nächste Folge wird in Brisenheim starten, nachdem ich die ganzen Drachenknochen weggebracht habe. Und dann sehen wir uns wieder. Also wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und bis dann. Ciao.